wenn ich einmal reich werde. Wede, 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 wum. Alle Tage wäre wie die Bam, wäre ich ein reicher Mann. Och, brauchte nicht zur Arbeit. Heute wieder, 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 wum. Herr, du schubst den Löwen und das Lamm. Sag, warum ich zu den Lämmern kam. Wäre es wirklich gegen deinen Plan, wenn ich wäre ein reicher Mann. Und schon ist er in seiner Rolle, ja. Einer der großen Komiker dieses Landes. Große? 1,68. Georg Thomalla. Herr Thomalla, wann war das? 1980? 1980, 8 Jahre. Das ist ein Unterschied. Ne? Darf ich mal sagen, da waren Sie? 65. Sieht man Ihnen da aber auch ich nicht danke an. Ihnen, Heidi Schüller. Herr Thomalla, Sie sind von Haus aus gar kein Schauspieler. Sie sind Koch. Von Haus aus? Ja, ich hab's gelernt. Ich muss ja mal lernen, muss ja was tun, weil ich faul war in der Schule. Aber das war doch ein anständiger Beruf. Warum ist auch ein anständiger Beruf. Ich koche nur nicht gerne. Das teilen Sie mit vielen Berufstätigen, ja. Dieses Schicksal. Ja. Wie kam das hin? Dass Sie ja. dann vom ich bin zu viel in Film gegangen. Ich habe zu viel Film gesehen. Ich wollte immer Filmschauspieler werden. Aber das war doch teuer damals. Na ja, das war, was ich alles getrieben habe, um das Geld zu kriegen, dass ich ins Kino gehen durfte und konnte. Ich habe sogar geklaut. Das ist verjährt. Können Sie jetzt ruhig genauer erklären? Wo denn bitte? Bei meiner Mutter. Aber das größte Erlebnis war, wenn wir Geld brauchten, habe ich einen Freund gehabt. Das war der Sohn von einem Pferdehändler, Paul Bienig, der lebt heute noch. Der Vater. Warum betonen Sie das so? Sie leben doch auch noch. Naja, aber der war ja ein bisschen. Ja, die Eltern wollten leben. Ich wollte sagen, die Eltern von ihm leben heute, haben goldene Hochzeit gehabt. Und mit dem haben wir vorhin gesagt, ich habe mal zu Paul, wir brauchen Geld. Und da hat er gesagt, pass auf, ich habe eine gute Idee. Gegenüber ist ein Hühnerstall von Leuten, die haben Hühner. Da mache ich was. Und da hat er Korn genommen, Korn, diese, wie sagt man, Korn, Körner, die Körner genommen, hat sie in Spiritus gelegt, einsaugen lassen und hat dann den Hühnern das reingegeben und die macht tuk, 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 und plötzlich machen die tuk, 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 dann waren die blau und da ist er, ich habe den Sack gehalten, er ist rübergegangen, hat die Hühner rein in den Sack, abgewartet, bis sie wieder nüchtern waren, dann haben wir sie verkauft auf dem Markt. Aber dann war sie nur Mittäter. Naja, aber immerhin, das war damals schon eine gefährliche Sache. Ne? Durfte man, ich würde es keinem raten. Machen Sie das nicht. Denken Sie an die Bibel, bleiben Sie gesund. Ja. Herr Thomalla, wie wird man Komiker? Oder wird man Komiker oder wird man zum Komiker gemacht? Also, wie soll ich das sagen? Also, ich bin klein. Was kann man, Liebhaber kann ich nicht sein. Aber dieses Schicksal teilen Sie mit vielen. Es gibt sogar kleine Männer in der Politik, deswegen sind Sie noch keine Komiker. Es war sehr entzückend gemacht, wirklich, es war entzückend gesagt. Da haben Sie wieder recht. Ja, aber die Kleinen sind sehr helle und sie gehen immer sehr ran. Die gehen an die Buletten nicht, möchte ich mal sagen. Nicht? Sie irritieren mich ein bisschen, ihre Beine sind wieder bei Marlene Dietrich. Ich kann mich auch hinknien. Heidi Schüller. Das habe ich mir gedacht. Eins muss ich sagen, also ich habe sie damals bei Olympiade gesehen. Damals hätte ich ihnen einen Brief schreiben wollen, ich habe es aber nicht gewagt. Hatte damals schon eine spirituelle Liebe zu ihnen. Heute eine wie bitte? Spirituelle. Erklären das heißt, Sie mir dass das genauer. Aber es geht eigentlich gar nicht um mich, es geht um Sie. Passt. Das könnte Ihnen so passen, dass Sie den Spieß umdrehen. Alten Tricks immer. Nein, kein Trick. Nein, ich wollte es nur sagen. Kleines Kompliment. Aber Sie haben so unheimlich viel gemacht. Wenn man sich mit Ihnen beschäftigt, weiß man gar nicht, wo man anfängt. Also recht, ja. Sie haben unheimlich viel. Wo würden Sie denn anfangen? Was war für Sie so die erste wichtige Rolle? Ja, also wichtig war für mich der Anfang überhaupt bei, wie man so sagt, oder meine Kollegen sagen früher, also Schmiere. Das war aber keine Schmiere, das waren großartige Theaterdirektionen, die haben alles gehabt, Fundus und diese Komiker und diese Schauspieler, die konnten heute ein Schauspiel spielen, morgen ein Lustspiel, übermorgen Operette. Die haben mir gezeigt, was überhaupt eine Harke ist bei der Bühne. Und das war für mich eigentlich das Größte. Und von da habe ich den Fundus bekommen. Und dann ging ich weiter, dann ging ich von den Privatdirektionen bin ich in die Stadttheater gegangen und dann Gelsenkirchen, dann Gera. Gera war ein großes Sprungbrett für mich. Und Sie wollten immer nach Berlin, ne? Und dann nach Berlin, ja. Und da hat mir der Intendant in Gera, der eine Operette gemacht hat, Saison in Salzburg in Berlin am Theater des Volkes, der hat mich geholt, weil ein Kollege, der Müller, abgesagt hat. Und da war ich plötzlich drin und musste in 5 Tagen eine Rolle übernehmen. Ja, aber wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie komisch sind? Das hat das Publikum gezeigt. Ihnen selber ist das nie aufgegangen? Ja, ich wollte ja nicht komisch. Also entweder sind die Rollen gut, dann ist man komisch in der Situation. Oder ich meine, ich bin ja kein Wackler, ich bin ja kein Konkurrent. Das bin ich ja nicht. Ich warte immer, aber dass Sie waren immer unheimlich zappelig.
Ja. Das sind Sie ist das heute komisch? Noch. Das ist, nein, ist das, ich finde das toll, dass Sie mit 73 Jahren also noch so zappeln. Ich kenne Leute, die sind sehr, guck mal, die gestern, was glauben Sie, wie der Fischer, Professor Fischer, dieser Erfinder, wie der, war, überall war der da. Ich finde das großartig. So ist es noch da. Ich bin auch manchmal müde, aber da bin ich nicht so zappelig. Sie haben eben schon auf, Sie haben eben schon auf die Uhr geguckt. Bin ich zu schnell? Nein, ist das die Zeit, wo Sie sonst ins Bett gehen? Oder warum? Nein, gar nicht. Ich dachte mir, nun Gott, Homni, was mache ich denn, wenn man so gute, geistreiche Gespräche hört? Da bin ich sehr, immer sehr demütig. Sag ich mir, mein Gott, Homni, komm mal hin. Und Sie wollten mich fragen, was ich jetzt momentan mache, nicht? Ja. Was machen Sie denn? Frau Heidi Schüler. Jetzt hören Sie es mal auf hier mit dem Zimmer. Ja. Also, ich mache momentan, ich komme momentan, bin heute früh um 6 aufgestanden. Seien Sie mir böse, wenn ich ein bisschen so aussehe. Also, und um 6 auf, wir machen einen Film, Der Tüftler, das ist eine fürs Fernsehen, 13 Folgen, leider nur 23 Minuten, oder 25, nee, 23, 30, nicht? 23 Minuten 30, zu kurz, mal ein bisschen länger machen. Ein herrliches Buch, Produktion hat der Ehlers, Buch und Regie hat der Fock und ich habe großartige Kollegen, da ist der Harald Leibniz, dem sage ich gerade jetzt heute schon eine große Karriere als Komiker voraus, natürlich mit... Weiß er das? Ich habe es nicht gehört, das gar mit Playboy an Dingsbums. Ne? Und das da habe ich großartige Kollegen, da ist auch da ist die Gisela Uhlen, da ist die Becker, ach, das ist eine Irrsinnige mehr. Und jede Charge, muss ich sagen, ist sehr gut von großartigen Komödianten besetzen. Das macht. Ich habe nur eine Rolle, ich bin der Tüftler. Ja? Na, jetzt im Moment. Frau Heidi. Ist das denn. Ich soll Ihnen jetzt helfen, das könnte Ihnen so passen. Also, Sie wollen mir nicht helfen. Sagen Sie mal, ich muss mal was wissen. Wenn Sie so. Sie machen ja viel Boulevard. Was auch immer also, das heißt. Jetzt, oder was jetzt muss ich, das ist wunderbar. Dass Sie das Kapitel anschneiden. Heidi, dafür könnte ich Sie jetzt küssen. Ich mach's aber. Komm, komm, noch. Boulevard ist ein Wort, das in Deutschland geprägt wird. Es kommt von draußen, ich weiß es. Aber wenn ich daran denke, zum Beispiel Axel von Ambers, er ist jetzt weg. Aber damals, wie ich auch noch engagiert, wie ich engagiert war am Deutschen Theater beim Hilpert und ich war im Deutsches Theater und Josefstadt Wien, da habe ich die Gelegenheit gehabt, Axel von Ambers, Karl-Heinz Schroth, die Herking und die Marina von Dietmar in einem Stück von Axel von Ambers zu sehen, wie führe ich eine Ehe. Hervorragend. Sowas von Spiel, das war ein Lustspiel. Heute werden ja auch am Kurfürsten Damm und überall, auch in den kleinen Städten, größer, hallo, verzeih, München ist keine große, kleine Stadt, überall werden diese Lustspiele gespielt. Und da sagt man, oder aufgeführt, und da sagen die, das ist Boulevard. So ein dummes Wort kann ich überhaupt nicht mehr hören. Das ist ja viel schwerer, als Lulu nackt zu spielen. Also die waren alle schon drin. Ja. Sagen Sie mal, wenn man so über die Lande tingelt, und das tut man ja, und in Ihrem Beruf besonders, und gerade als Komiker Pointen setzen muss, gibt es da ein Nord-Süd-Gefälle? Gibt es Dinge, über die man im Norden also lachen könnte und im Süden überhaupt nicht? Das habe ich noch nie erlebt. Also in Schleswig-Holstein zum Beispiel, wo ich jetzt bin, ist ja eigentlich wunderschön. So ein schönes Land habe ich lange nicht gesehen. Gut, die anderen, wer klatscht hier? Ist gut. Also hier ist auch schön, Bremen. Überall ist schön. Es gibt, aber wenn man das also nur, Sie sind mir zu diplomatisch. Nein, ich bin nicht so. Einen Moment, ich bin nicht. Sie wollen jetzt hart werden. Nein, pass auf, ich sag's Ihnen. Wenn man nur in eine Stadt kommt, so wie ich, nach Flensburg, Hamburg oder irgendwo, da kommt man hin. Ja, in Hamburg bin ich länger. Aber wenn man so auf einen Tag kommt, ist man Mittag und legt sich hin, macht sich fit für die Abendvorschau. Morgens fährt man weg, sieht eine Straße, kommt auf die Autobahn. Aber wenn man jetzt, so wie wir, Filme drin da wie, oder Film macht in Schleswig-Holstein, dann fährt man dreiviertel Stunde nochmal und mal da. Und da sieht man herrliche Gegenden. Also sowas Schönes. Das meine ich aber gar nicht. Ich will ja was ganz anderes wissen. Ich will ja wissen, ob Sie sich auf Ihr Publikum einstellen. Als Komiker. Also ich muss Ihnen sagen, mein Publikum muss ich küssen. Ich habe ein großes Glück, die lachen auch im Süden, wie in Berlin, wie in Hamburg. Natürlich hat man mich gewarnt, wenn ich nach Hamburg gehe, oder das erste Mal nach Hamburg ging, war ich mit Kabaretter Komiker, da haben wir gesagt, hier kommst du überhaupt nicht an. Ich habe einen Reporter gespielt, der sehr schnell sprechen musste. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und da habe ich gesagt, naja, also anders, ich kann mich hier nicht ändern. Und da fing ich an und da war ein bisschen Kühle. Was hast du? Achso, nein, ich soll keine. Da war Kühle. Und dann ging es los. Und da haben sie mich gefressen. Sie haben ja nicht nur Theater gespielt, Sie haben sehr viel synchron gesprochen. Synchron auch, ja. Und zwar in einem Film, den, glaube ich, alle kennen, in der amerikanischen Fassung von einem Stück, was Sie schon mal früher in den 50er Jahren gedreht haben. Erzählen Sie die Geschichte selber. Fanfare der Liebe. Und es hieß dann bei ihm, beim Billy Wilder, Some Like a Todd. Und Sie haben wen synchronisiert? Lemon, Jack Lemon. War das schwer?
Also ich, die meisten nehmen es ja immer sehr so, so, ach ja, das ist so, wie sag mal, Kunst im Dunkeln. Und der Korten hat gesagt, das ist die Korrekt, nichts zu machen. Aber es ist nicht leicht. Ich habe einen Trick. Ich mache ja nicht so viel mehr. Den Lemmen und den Danny Kaye. Und der Danny Kaye ist auch jetzt weg, nicht? Aber dann lass mich... Sie sind alle weg. Na, im Himmel. Ich hoffe, der wird auf einem guten Planeten sein. Hoffe ich. Ist er auch. Denn der war so lieb und so gut. Hat so viel für die Menschen gemacht, für die Kinder und so. Ich lasse, da ich nicht Englisch kann, leider, I'm so sorry, I speak no English, ich lasse mir das Buch geben in Deutsch und sehe mir den Film original an. Und wenn ich ihn original gesehen habe, gehe ich nach Hause und lese das Buch und dann weiß ich genau, was los ist, wie das abläuft. Und wenn ich den Text, den deutschen Text lerne, weiß ich genau, die Situation ist und das versuche ich dann abzunehmen. Wird das an einem Stück gemacht? Nein. Oder wie läuft Kleine das? Kleine Takes, zwei Sätze, drei Sätze. Es gab Zeiten, da haben wir zwei DIN-Seiten synchronisiert. Und das war vielleicht ein Ding. Bob Hope und der Bing Crosby. Da waren vier, heute sagt man Cutter, früher haben wir Cutter gesagt. Cutter, einer bei mir, einer beim Bing Crosby, also beim, damals war das der Luxi, und zwei Cutter waren beim, oder Cutter waren bei den anderen. War teuflisch, zwei Seiten. Da haben wir geschwitzt wie die, ich bin nach Hause gegangen, so, tot. Sagen Sie mal, Sie haben doch mit allen schönen Damen dieser Zeit gespielt. Also ich will den Damen jetzt... Wollen Sie jetzt von mir was wissen? Ja, du lassen Sie mich doch jetzt erstmal ausreden. Also helfen Sie mir mal, mir fallen jetzt nur ein paar ein. Auch großen Schauspielerinnen. Grete Weiser war ja ein Schatz. Ilse Werner. Helfen Sie mir, das ist nicht meine Generation. Ja, sogar mit der Zara Leander. Zara Leander war überhaupt ein großer Schatz. Sie war ein Star, muss ich sagen, und das gibt es eigentlich heute gar nicht mehr. Die hat zum Beispiel, kann ich das erzählen, das dauert zu lange. Nee. Erzähl. Also die Zara Leander, wir haben gemacht, bei dir war es immer so schön, das war der Theo Makeben-Film, Kleine Wolf hat Regie gehabt, ist auch nicht mehr da. Und die Zara hat gesagt, du kannst mal sehen, wie alt ich bin, wie viele nicht mehr da sind. Die Zara hat ein Lied gehabt, nur nicht aus Liebe weinen. Und dann, also, die Klappe sollte fallen. Ja, Klappe, erstmal sagt sie, warum, Moment mal, warum ist der Tommy nicht bei mir? Das war ich. Sagt der Röse, was soll der Tommy in deinem Lied? Du singst doch jetzt, nur nicht aus Liebe. Trotzdem, bring einen Teller mit Happen und er bringt mir den Teller und setzt den Teller auf den Flügel und guckt mir zu. Und während ich singe, macht er einen Happen nach dem anderen. Damit war sie zufrieden. Moment, und die hat gesungen, nur nicht aus Liebe weinen, Schnitt auf mich und ich mach nur. Es gibt im Leben ja doch nur einen Schnitt auf mich. Und da geht sie immer hin und her. Und wirklich im Film, also im Kino, wie es gezeigt wurde, hat sie gesungen, nur nicht aus Liebe weinen. Und man sah mich und am Ende sagte sie zu ihm, hat's dir geschmeckt? Das war ein Star, finde ich. Dass die mich in ein Lied reinnehmen, den Komiker in ein Lied, die können doch denken, nicht? Das ist klasse. Spitze, Heidi. Ja, jetzt frage ich trotzdem mal, waren Sie für die immer der Komiker Tomalla oder waren Sie für diese Damen auch der Mann, der Herr Tomalla? Also der auf. Mann Tomalla. Ich habe mal einen jüdischen Direktor gehabt, der hat mir gesagt, Herr Michaus Kleiner, ein Komiker muss man gern haben. Im ersten Akt muss er so sein, im zweiten so und im dritten so. Aber die Frauen müssen auch mit ihm können. Genauer bitte. Genauer bitte? Sie müssen auch mit ihm. Nein, also genauer gesagt, die Damen müssen ihn auch lieben können und er wiederum auch. Genug? Es gibt auch eine Frau Tomalla, nicht? Was macht die denn? Die arbeitet. So gehört sich das. Wir leben in Österreich, in einem sehr sozialistischen Staat. Da ist keine Sozialdemokratie, nicht so Sozialisten. Und da muss man die Steuer schon vorher abgeben, da muss man also ackern. Nicht, was haben Sie denn? Na, Herr Kortis, Sie haben einen kleinen Zwischenruf gemacht. Welche Partei gehören Sie an? Sagen Sie mir das. Aber wir wollen ja nicht politisch werden. Nein. Nee, Frau Heidi. Ach, ist das überhaupt opportun für Schauspieler, sich politisch zu äußern? Also ich will dir was sagen. Ich bin gegen jeden Star, der öffentlich sagt, ich bin die Partei und die Partei. Nein. Privat kann ich zu Ihnen sagen, hören Sie mal zu, mir gefällt das und das. Aber im Publikum nicht sagen. Ich will es nicht sagen. Das können sich die Amerikaner erlauben, die haben ja viele Millionen hinter sich und so. Aber ich spiele nicht für 48%, für 32% oder für 8%, für 50%. Ich spiele für alle. Und mir ist jeder recht, jeder Politiker ist mir recht und jede Partei ist mir recht, wenn sie ein bisschen Gott im Mittelpunkt hätten. Aber das haben wir ja leider sehr wenig jetzt. Sie leben in Spanien? Warum? Also ich habe die ersten Filme gedreht in Spanien. Also, und das hat mir schon gefallen.
Damals lebte noch Franco. Man kann dagegen sein, man kann nicht dagegen sein. Es war aber damals friedlicher und schöner und nicht so verhext. Aber das waren ja auch die Deutschen und die Amerikaner sind ja auch dran schuld. Es hat mir damals gefallen und ich habe damals was gekauft, was Kleines. Und ich wollte immer dahin. Die Leute waren lieb zu mir. Die waren und ich hatte Ruhe da zu arbeiten, zu lernen. Alle Theaterstücke, alle Fernsehserien, alle Filme, alle, das habe ich da gelernt. Ich konnte ja, sprechen Sie denn Spanisch? Nee. Also ja, ich komme durch mit Indian Post. Ja, wer kauft ein? Damor, ja, ich mit Hände kann ich sprechen. Nein, nein, Damor besser alla Boca. Wissen Sie, was das heißt? Das sie. Gib mir einen Kuss. Ah, die kennt... No me diga esta cosa. Español, ¿no? ¿Usted habla español? Son, oh. Son todos... todos pueblos muy bien. Gracias, señor. Okay. Sie haben Ihre Memoiren geschrieben. Ich werde ja den Verdacht nicht los, dass Leute anfangen, ihre Memoiren zu schreiben, wenn sie glauben, es passiert nichts mehr. Ist das so? Also ich wollte es gar nicht schreiben. Also Nina Hagen hat Ihre auch geschrieben, aber... Wer ist das? Ach so, ja, Entschuldigung. Naja, Entschuldigung. Ich ziehe mich nicht aus. Nein, ich wollte so, ich wollte sagen... Ich wollte es nicht. Oder kommt da noch was nach? Haben Sie ein paar Seiten freigelassen? Ich habe 374 Seiten. Nur 200 sind da. Ich könnte Ihnen noch vieles verkaufen. Und Sie hören auf mit Ich glaube an Gott, er ist die Summe meines Lebens? Ja, das glaube ich. Na, Summe meines Lebens vielleicht... Ja, Sie haben das geschrieben. Ja, ja. Ich habe ja einen Mann gehabt, der auch ein bisschen was reingekritzelt hat. Aber ich bin ein religiöser Mensch. Ich glaube an Gott. Ich also von früh auf schon. Ist das was Schlimmes? Na, überhaupt nicht. Nee, Sie tun ja ein bisschen mehr noch. Sie beschäftigen sich sehr mit Esoterik. Und Esoterik ist ein Wort für, das ist sehr breit, nicht? Das ist also ein Esoterik heißt also Geisteswissenschaften. Aber ich beschäftige mich nicht mit Geisteswissenschaften. Ich interessiere mich auch nicht für Bücher, wo Geistersachen sind oder ja, vielleicht Inkarnation. Ich habe von jung auf, wie ich 18 war, habe ich Ramakrishna gelesen von Romain Rolland. Und da ist nicht viel haften geblieben. Aber es ist was haften geblieben. Und dann habe ich weitergelesen, naja, also dann, wie ich jünger war, habe ich Karl May und so, Karl May gelesen. Dann habe ich die Trilogie der Begierde gelesen und das hat mich ein bisschen aufgestachelt, die amerikanische Trilogie, nicht die amerikanische Tragödie, ne? Ja, amerikanische Tragödie. Und das hat mir was gegeben. Aber dann habe ich sofort, bin ich rübergegangen in diese vedischen Schriften von Paul Brönten und Yogananda. Und dann war ich auch 16 Jahre Rosenkreuzer. Was machen die Rosenkreuzer? Was macht dieser Orden? Das ist eine... Ein Orden, der von Amenhotep kommt, also Ägypten, aber auch Indien und. Es gibt, also ich habe kein Abitur gemacht, liebe Heidi. Das spricht ja nicht dagegen. Nein, auf keinen Fall. Gestern habe ich gesehen bei Fischer, der Junge, den habe ich angebetet. Er sagte plötzlich, ich habe kein Abitur gemacht. Er ist sogar Professor geworden. Professor will ich nicht werden. Aber es ist nicht einfach, wenn man kein Abitur hat. Und darum will ich meine Söhne haben. So mussten Abitur machen. Sonst hätte ich sie, ich weiß nicht was. Und die haben es auch gemacht und es ist besser im Leben. Wenn man was gelernt hat, ist es immer besser. Sie waren ja sehr früh verwaist. Ja. Ihre Eltern sind sehr früh gestorben. 10 war meine Mama, die Mutter, und dann mit 14,5 der Vater. Etwas widerwillig Koch. Und waren dann auch irgendwo eingezogen. Ja, eingezogen. Aber ich habe viel großes Glück gehabt. Eine Wut habe ich sowieso auf ihn gehabt, auf den Schnauzbart. Aber ich glaube, der hat mir nicht, ja, hat mir einiges kaputt gemacht. Ich wäre früher rangekommen, wenn ich das nicht gehabt hätte. Aber ich habe auch wiederum Glück gehabt beim Soldaten. Ich wurde abkommandiert nach der Propagandakompanie. Habe keine Propaganda gemacht. Aber wir haben doch Filme gemacht mit dem Ritter, mit dem Major Ritter. Aber in dieser Zeit kann man das nicht, man kann nicht sagen, Mensch, du hast ja da große Nazi-Filme, Nazi-Filme hin, Nazi-Filme her. Aber Sie waren in der ganzen Zeit gut beschäftigt, ne? Ich war sogar SA-Mann einmal. Stille ist hier, das finde ich gut. Ja, ich werde mal sagen, wie ich SA-Mann war. Wir haben in einer Direktion in Dardesheim, habe ich noch viel Zeit? Oder? Ja, Sie haben Zeit. In Dardesheim haben wir bei einer Direktion Süßengut gespielt und ich habe immer Permission gemacht. Permission heißt also morgens früh mit dem Fahrrad auf die Länder fahren und zum Bürgermeister gehen. Verzeihen Sie, wir sind eine gute Direktion, aber behalten Sie bitte keine Steuer, machen Sie uns frei. Und dann bin ich zum Saal gegangen, zum Gasthof und habe gesagt, hören Sie zu, Sie kriegen, lassen uns den Saal frei. Wir haben noch der Komiker und der andere Komiker und der Buffer, die spielen, machen schön Spielen auf zum Tanz. Na, no, sagt er, wunderbar, das machen wir hin, da können wir gut fahren. Siehst du, so habe ich das alles umsonst bekommen. Und wenn wir dann nächsten oder drei Tagen kamen, die Säle waren leer. Warum? Weil die SA und was weiß ich was, ihre Nazi da haben da ihre Versammlung gehabt. Und das war natürlich Katastrophe für uns, nicht? Und da kam einmal eines Tages, Mensch, wir haben gesagt, das ist ja wahnsinnig, Mensch, wir haben ja fast nichts zu essen. Wir haben auf Teilung gespielt, gab keine Gagen. Auf Teilung spielen heißt also Einnahme, Unkosten ab und dann wurde aufgeteilt. Und da sagt uns der eine, Mensch, geht doch die Lehrer, die Männer müssen rein, die SA, Mensch, da machen wir euch doch volle Häuser. Und wir sind alle in die SA reingegangen. Alle.
Und plötzlich haben wir volle Häuser gehabt. Aber ich habe mir schon gedacht, mein Vater damals, bevor er starb, lasst euch nie mit den beiden Burschen an, mit dem Klumpenfuß, mit dem Hitzeding, mit dem Schnauzbart. Wann ist Ihr Vater gestorben? Wann war das? Ich war 29. Naja, also kurz und gut, ich bin nach Berlin, Fürstenwalde gekommen. Und da habe ich, das war nicht schon mal nach vier Monaten, habe ich den Sturmführer so bekniet. Und ich habe gesagt, was ich machen muss, ich Mühne bauen und das mache ich. Ich muss das machen und lernen jeden Tag. Oh, habe ich lasse einen zu Premieren eingeladen. Sehen Sie ein, dass ich da kein SA-Mann sein kann mit Stiefel und sowas machen? Ist gut, Junge, wir entlassen dich. Habe ich das mein ganzes genommen und geschenkt den Jungen. Ich war raus aus der SA. Stellen Sie sich vor, ich wäre damals geblieben. Ich hätte goldenes Parteiabzeichen gehabt. Mich hätten Sie auch so gehört. So hätten Sie gemeint, oder? Herr Cortis, was hätten Sie mit mir gemacht? Sagen Sie es. Herr Tumala, wie... Hätten Sie damals das Lied von T.W. dem Milchmann singen können? Da nicht. Aber jüdische Witze habe ich trotzdem erzählt. Wie kommt das eigentlich, dass sich ältere Leute so gut an das erinnern, was vor 40 Jahren war? Sie wissen wahrscheinlich noch, mit wem Sie vor 40 Jahren essen waren. Wissen Sie noch, mit wem Sie gestern essen waren? Das ist eine Frage von Philosophen, nicht? Gott hat gegeben Vergessen und Erinnerung. Manchmal haben Sie Glück, können Sie schnell erinnern. Ich habe zum Beispiel, mache ich am Morgen 400, also 200 Schritte, gehe ich. Sportler, muss ich was tun. 200 Schritte gehen auf der Stelle und 200 Schritte nach runter laufe ich. Und das zähle ich immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Es kann sein, wenn ich an etwas anderes denke, dass ich die 40 nicht mehr kriege. Was war das? Und mit wem haben Sie gestern gegessen? Niemand, mit mir. Alleine? Ja, ich esse immer fast. Und die gute alte Theatersitte, so sich abends zusammenzusetzen und ach, wie gemeinsam... Ach, wenn man den ganzen Tag arbeitet. Und ich muss Ihnen sagen, sind also mit Lernen bis zum am Abend noch, nach dem Drehen bis um 12, sind 18 Stunden viel. Da hat man keine Lust mehr. Mein Freund Harald macht schon einen kleinen... Wer war das? Ja, aber er verträgt es, er ist ja auch jünger. 12 Jahre jünger ist der Bruder. Vor 12 Jahren habe ich auch noch was gemacht. Über welche Form von Komik können Sie denn lachen im deutschen Fernsehen? Das ist eine gute Frage. Ja. Also manchmal sind es ja nicht die ausgewiesenen Sendungen, über die man letztlich dann lachen muss. Ich bin ein stiller Lacher, ich lache immer in mich rein. Also wenn die Situation gut ist, lache ich überall. Ich kann nicht über diese Dinger lachen, also über Ohrenwackler und Dings und Schnauzenverzieher, da kann ich nie lachen. Was halten Sie denn von Otto? Wer ist das? Also Entschuldigung, hallo. Welcher Otto? Walkes. Sind doch zwei, nicht? Zwei Filme? Nee, zwei Ottos gibt es doch dann. Einer Otto. Meinen Sie Chili? Nee. Oder welche Ottos meinen Sie? Nein, der Kleine, der ist doch der beim Wendland ist, wie heißt der? Otto Walkes. Otto war nicht der mit der Nase. Der mit der Nase. Na, was denn nun? Wir haben einen großen, dicken, das ist dicke und der kleine, dünne. Bin ich jetzt blöd? Nein. Hilf mir. Bitte? Otto? Ach, Krüger, Mike, Entschuldigung. Otto, entschuldige, liebe Mike, Mike Krüger, entschuldigen Sie tausendmal, ich habe Sie als Otto genannt. Otto ist gut. Ich habe noch nie einen Film gesehen, aber auf der Bühne habe ich ihn gesehen, also in der Show. Und da muss ich sagen, klasse, Kabarett, ne? Und die Kritiker? Wer ist das? Ach so, auch wieder. Ja, Liebling, was für Kritiker? Und Ihre Kritiker? Ja, machen die Ihnen zu schaffen? Nee, gar nicht. Haben sie mir nie zu schaffen gemacht. Entweder waren sie gut, dann habe ich sie gelesen. Und wenn sie nicht gut waren, dann habe ich gar nicht gelesen. Oh, das hat einer geschrieben, der Tomala, so ein guter Schauspieler, nur zu großen Kopf und zu kurze Beine. Sie haben so ein bisschen Bedenken gehabt, in so eine Talkshow zu gehen. Warum? Sie sind doch so ein alter Fuchs. Ja, ich finde es prima. Der Cortis ist wunderbar. Ich komme noch an. Und Sie sind ein Zauberknochen. Das sind die Freudchen. Da kommen Sie raus. Heidi.